So, hallo zusammen mal wieder. Jetzt sind wir gerade unterwegs, um diesen sogenannten Andy Toretto ein bisschen Black Power zu konfrontieren. Haha, schlechtes Wortspiel. Und wir steigen aus. Und jetzt geht's los. Mal kurz die Gegend scannen. Und dann schnell zum nächsten Auto rennen. Dann einmal drumherum. Er hat die verdammten Arbeitspapiere verbrannt? Dann ist Was das soll ja der gar nicht Scheiß? dumm. Können wir nicht einfach neue drucken? Gut, Gott, könnte hör ich mal, das läuft so. eigentlich Diese kleinen ein Papierzettel bisschen sagen uns, wer schießen. was verdient und die ganze Scheiße. Aber ich Außerdem ist mache es alles das, wieder was im uns schwach aussehen Stealth-Mode. lässt. Wem gegenüber? Den Arbeitern gegenüber. Wenn die sehen, dass Ah, wir ich glaube, verarscht hier werden, vielleicht dauert es nicht lange, bis sie meinen, sie könnten uns auch im ersten verarschen. Stotterstock Wie auch oder immer, eben ihr müsst einzig und allein das schwarze EG. Arschloch abknallen, wenn es Weiß sich ich nicht. entschließt, Irgendwo zurückzukommen. da hinten ist auf jeden Fall noch ein weiterer Typ. Laut Radar zumindest. Bin ich bescheuert oder habt ihr das auch gehört? Wir haben das alle auch gehört, wa? Ja, ich hoffe bloß, der andere Typ fällt dir nicht so auf. Zack. Oh, es fällt dir auch gar nicht aus, wenn du... Wenn irgend so ein Fremder hier rumeiert, oder? So, aber mal der Vollständigkeit halber. Und AC. Boah, ein bisschen übertreiben muss man auch nicht, oder? Ja, prinzipiell muss ich auch nicht auf diese Sniper-Position, da sitzt ja auch keiner. Kann man da rein? Ich glaube schon. Kommt da wer? Gibt's da was? Vielleicht günstig zum Abgeben. Nein? So, auch nichts gibt oder was? Ist ja lame. Ups. Hab ich wohl etwas zu hart in diesen Müll eingetreten. Naja. Oh, da steht da was. Unglaublich, irgendjemand Fremdes pfeift hier im Gang rum. Und wir schauen mal um die Ecke, ohne unseren Kopf zu bewegen. Türeli, Türelo. Bald komme ich zum Toretto. Da. Kommt jetzt mal. Und Tschüssikowski. Da-dum. Das hatten wir doch schon mal. Huh? Ein mysteriöser Pfeifer. Fünf, vier, drei, zwei, eins, und zack. Und weg. Quasi den Müll aufgeräumt. So, hier gibt's keinen. Lautscanner. Doch, da gibt es einen Lautscanner. Interessant. Was gibt hier noch? Ist das günstig abzuheben? Ah, Kurzpumpgun. Nicht so meins. Der Kurzshotgun oder was auch immer. Vielleicht gut auf Nähe, aber nicht für Weitkampf. Noch für Leute. Doch, Posten. Nein, 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 zurück, 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 zurück. Och nö, nicht, dass da jemand kommt. Dass ich denke, oh, was kann ich denn da mit dieser Leiche machen? Warum liegt da eine Leiche? Oder schläft er noch? Oder warum liegt da Stroh? Man weiß es nicht. Und keiner hat es gesehen, es ist nichts geschehen. Oder was? Hier wird mir zu viel gepfiffen, meine Fresse. Wo sind hier die Treppen? Verdammt!
I don't get it. Da hinten? Ja? Nein? Was? Hier ist doch keiner. Da ist irgendeine Type. Scheint leer zu sein. Oh nee, nicht schon wieder. Das sind zwei. Das gab's das nicht schon mal? Komm schon. Zack. So. Entweder ihr tötet mich oder dieser jämmerliche Greco tut es. Na, weil Greco aber nicht hier ist. Dieses Toretto. Oh ne, jetzt muss ich mir den ganzen Scheiß. Nur doch nicht. So sterben. Sind doch alle schnell weg vom Fenster, sobald ich den Oberboss kille. Hm. Naja, Hauptsache ein bisschen Geld verdienen und die normalen Erträge auf lange Zeit erhöht. Ne? Gutes wirtschaftliches Denken. Das war's auch wieder mit der lustigen BWL-Stunde. Bis dann. Oder zum nächsten Mal. Yeah. Abonniert den Kanal. Tadam.